Das ist halt mit den Bugs, aber ich glaube, Mr. Doof, nee, okay. Nein, ich will die Tür nicht verschieben. Fuck. Abschließen. Ja. Sag ich, soll Publisher suchen. Gewinnanteil. Man kann da noch nichts machen, okay. Wow. Taito. Semco. Das ist generell gerade noch egal, ja. Nimm die hier. Okay. Keine der gleichen Spiele. Neue Freischaltung. Du hast ein erstes Spiel fertiggestellt, damit deine Spiele mehr Abwechslung bieten, steht dir jetzt die Forschung zur Verfügung. Dort kannst du weitere Features, Genre und Themen für deine zukünftigen Spiele erforschen. Cool. Na? Na? Retro-Errungenschaft. Sieht man hier ja nicht. Okay, Grafik, Steuerung, ja, 6. Daumen hoch für Grafik. Na, was sagt der Verkauf denn? Aha. Dein Publisher hat für das Spiel trotz einer, keine Ahnung, neue Forschungskonsole. 128 Bits. 395 verkauft momentan. Auftragsarbeit. Okay. Bay Retail. Komm, wir machen das einfach mal. Wir sind ja zu zweit jetzt. Pop, 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 pop. Abgabe in 8 Wochen. Unter Horizont. An der Horizont. 7 Wochen noch. Schaffen wir. Kann man nämlich auch mal machen. Wozu eigentlich ein Klo? Das. Personal. Selektieren. Ach so, ja gut. Was ist eigentlich? Ah, den kann ich da nicht reintun, okay. Woher waren das mit den Bugs und so? Ich hab's schon wieder voll vergessen. Ich speichere aber einmal kurz. Zack. Zack. Machen wir einfach mal ein neues Spiel. Nee, ich glaube, hier war es, ne? Da. Okay. Hauen wir die Bugs mal raus. Einha. War es echt nur einer, der wieder weg ist? Muss man das öfter machen dann? Ne, ist alles weg, okay. Spieler-Update. So, das geht auch noch. Achso, du kannst das gleich auswählen. Sicherheits-Update. Neue Spielmodi. Neue Objekte. Hm. 6000. Kostet das, wenn man alles macht. Kann man ja machen. So, gleich mal ein bisschen mehr davon verkaufen. So. Okay. Warten wir mal ein bisschen.
das Spiel Bone Confirmed, neue Forschung-Genre. Neue Forschungs-Chipsat. 1 Megahertz, okay. Cool. Cool, cool, cool. Dann können wir das auch nochmal forschen, ne? Personal, Achso, kannst du extra zuweisen. Aha, nein. Ja. Mach das mal fertig. Und nicht schlafen. Jeder Mitarbeiter braucht Platz für seine eigenen Geschäfte. Ach so, cool. Jetzt sehe. Ist ein bisschen klein für das Klo, ne? Warte mal. Raum vergrößern. Machen wir das mal so groß. Tür setzen. Dahin. Das war hier. Toilette. Zack, zack. 2 Stück. Händetrockner. Setzen wir dahin. Waschbecken. Ein bisschen blöd. So. Okay. Ja, ich muss mal ein bisschen noch was entwickeln, ne? Spiel entwickeln. Achso, das Retail bleibt noch. Das haben wir auch noch nicht anders. Themen wählen. Fantasy nehmen wir einfach mal. Alle Altersgruppen. Hauptgenre. Ist ja eigentlich genauso Arcade, ne? Tja, das haben wir noch nicht. Warte mal, ich muss mal noch was anderes gucken kurz. Und wir gleich Spiel updaten. Ja, da war ja nichts mehr. Warum endet er immer mit den? Komm, wir machen einfach zufällige Namen erstmal. Pokerman. Aha. Trala. Der. Bitte. Machen wir das so. Naja, da war ja nix. Fantasy. Alle Zielgruppen. Hauptschau, Arcade nochmal. Dev Kids ging nicht. Das. Da gab's nix. Da auch nix. Achso, kannst du das Konzept nehmen. Machen wir Spielelänge. Machen wir so, Atmosphäre. Dann gehen wir mal da lang. Casual. Wir können ja später noch... Ich mach mal aber alle Sprachen wieder rein. Ja, Sound ist eigentlich nicht schlecht. Gehen aber Technik mal ein bisschen höher. So. Da haben wir auch immer noch das gleiche. Nicht genug Geld. Fuck. Okay. Personal. Musik und Sounds.
Stellen wir den Typ hier mal ein. Na gut, das sind ja nicht viele. Du hast nun mehrere Mitarbeiter eingestellt. Dir steht jetzt hier der Aufenthaltsraum zur Verfügung. Dort kannst du weitere Objekte platzieren, die einige der Mitarbeiter verlangen. Okay. Du brauchst noch einen Schreibtisch. Mal drehen. Und dahin platzieren, okay. Trainingsraum. Serverraum, Produktion, Sitzmöglichkeiten. Schränke. Gibt's hier Aufenthaltsraum, kostet 20.000. Ist halt generell, dass es ein bisschen groß geworden ist, ne? Düpp, düpp. Ups. Mal das so. Passt schon. Ich glaube, da wollte gerade jemand auf Klo gehen. Na gut. Plattformen. Ach, okay. Die Raumgröße ändern. So. Tür kommt dahin. Aufenthaltsraum. Es geht wegen der Tür nicht. Nicht genug Geld. Juhu. Fuck. Wir müssen halt gerade mal kurz warten, bis wir Kohle kriegen. Neue Forschung, Konsole. Kontur Gen 1. Da muss man auf Toilette. Ah. Trala der Ritter. Na komm. Publisher suchen. Ach guck mal, jetzt haben wir schon ein paar mehr. Ja, Beziehung ist besser bei dem, ne? Gewinnanteil 4. Und ich gebe schon mehr. Pandai. Nehmen wir einfach mal. Kriegen wir überall ein bisschen mehr. Du hast dein zweites Spiel veröffentlicht. Du kannst nun im Büro neue Dev-Kits kaufen, um für andere Plattformen Spiele zu entwickeln. Ah. Du hast dein zweites Spiel veröffentlicht. Um deine Spiele mehr Kunden anbieten zu können, solltest du parallel für mehrere Plattformen dein Spiel entwickeln. Zwei Plattformen stehen nun zur Verfügung. Okay. Ja, 44% Grafik. Das war's. Die Grafik sieht schon fast gut aus. Ein bisschen hier, ein bisschen da und dann passt der Sound und die Musik lassen noch zu wünschen übrig. Die solltet ihr noch stark verbessern. Die Steuerung ist unmöglich. So ist das zu kompliziert. Das Spiel hat viel Schwächen. Nur für Fans geeignet. Ja, passt schon. Komm mal, siehst sogar wieder auf Klo sitzt. Na toll. Brauch Kohle. Gib mir Geld. 50. Im Tausend. Geht nicht. Verkaufe es mal los. Oder ich nehme mir noch mal ein bisschen von der Bank.
Date mir das nochmal ein bisschen ab. Okay, schon ein bisschen schneller dann. Einige Fans hätten sich eine. Was? Höre? Blablabla. Es geht einfach zu schnell weg. Was ist das? Achso. Na gut. Das, was sie gerade da machen. So, dann entwickelt mal. Oder erweitert mal schneller. Aha. Da steht kein freier Entwicklerraum zur Verfügung. Okay. Ach so, Forschung, ja schön. Den brauchen wir auch noch. Den, ja gut, setzen wir da hin. Zack. Tür setzen. Genreforschung, Features erforschen, sonstiges erforschen, Themen erforschen, Konsolenforschung. Wow, ist das teuer alles. Ja, da bräuchten wir was Neues eigentlich mal. Problem ist halt, wir haben kaum Kohle. Dann warten wir mal ein bisschen. Momentan möchtest du an der diesjährigen Convention teilnehmen. Bitte wählen Sie deine Größe deines Messe. Blablabla. Okay. 100.000. Ich habe nicht genug Geld. Ich nehme mal ein bisschen Kohle auf, ne? Nochmal zwei Games. Teuer? Boah. 1,75 Mille. Ja. Kann ich mehr. Shit. Na gut. Nehmen wir das. Na? Mad Games Convention. Neue Plattform verfügbar. Also wieder langsamer. Tja, das Spiel könnten wir noch nicht machen wieder.